Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Vegan Beauty Basket in der Weihnachtsedition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket in der Weihnachtsedition ist ein bisschen günstiger als die reguläre Edition, die ja alle zwei Monate erscheint. Die müsste knapp 19,90 Euro gekostet haben und ist halt auch super schnell ausverkauft gewesen. Ich hatte das auch auf Instagram geteilt, dass es die Box aktuell gibt und ruckzuck, Leute, ihr seid wahnsinnig, war die Box halt ausverkauft. Deswegen hat die liebe Ina mir gesagt, kann ich dieses Mal natürlich keine Box verlosen, weil es war so eine hohe Nachfrage danach. Aber beim nächsten Mal dann halt wieder eine Box. Das müsste im Januar sein, dann kommt die nächste nämlich raus. Und ich habe auch einen Code, Claudi5. Damit kannst du 5% auf deine erste Box sparen. Und dieses Mal kommt sie auch in diesem Creme-Design raus. Sonst hat die Vegan Beauty Basket ja dieses schwarze Design. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich möchte reinschauen. Also Ina hat das hier schon sehr schön gestaltet, ne? Also normalerweise haben wir ja das reguläre Vegan Beauty Basket Logo hier auf dem Deckel. In dem Fall haben wir jetzt dieses weihnachtliche mit diesen Zuckerstangen und Plätzchen und Geschenke und... finde ich total schön. Und jetzt habe ich den Deckel ja schon entfernt und hier haben wir dann auch den Blick in die Box. Normalerweise ist es eine vegane und tierversuchsfreie Beauty-Box, die alle zwei Monate erscheint und normalerweise ab 23,33 pro Box kostet. Und es ist alles so liebevoll. Das ist Wahnsinn. Hier hat die liebe Ina uns auch eine Karte gemalt, auch wieder mit ihrer Katze inspiriert. Viel Freude mit der Box hat sie mir hier hinten drauf geschrieben und ein Herzchen drauf gemalt. Das finde ich einfach immer wieder schön und ich freue mich da auch drüber. Dann haben wir hier ein Seidenschleifchen, was dieses Mal in Cremefarben ist und das hält dann die Produkte zusammen. Dann haben wir hier die Produktkarte, wo alle Produkte mit Inhaltsstoffen und Informationen aufgeführt sind. Gegebenenfalls stehen da auch Rabattcodes drin und so. Und hier haben wir dann das Backpapier, ich rieche immer gerne dran, weil manchmal hat man diesen Hauch von Frische mit dabei, was ich immer sehr, sehr schön finde. Dann klappe ich mal das Butterbrotpapier auseinander. Wow, und hier haben wir dann den Blick in die Box. Das ist echt, also sieht jetzt schon auf den ersten Blick total schön aus, als hätte man halt wirklich so ein Geschenk ausgepackt, ne? Okay, ich fange mit dem ersten Mal an. Das ist eine feste Bodylotion. Ich bin kompostierbar. Ach, guck mal, wie nett. Interessant. Ich weiß nicht jetzt, also ad hoc weiß ich jetzt noch nicht von welcher Marke und so, ne? Bodylotion Bar von Die Naturtante, wie geil. Mandarine Zimt, das passt natürlich. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Und weil das immer so ausgefallene Marken und Produkte sind, verlinke ich euch die auch immer unten in der Infobox, dass wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr euch die gegebenenfalls nachshoppen könnt. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das wird dann ja auch wie, ja, ganz normal, ne? Bodylotion sein mit Zimt ist natürlich hardcore. Und dann habe ich ja auch eine Schneeflocke drauf. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfängt, aber ich lasse es jetzt auch mal verschlossen, weil ich weiß nicht, wie lange sich das hält, wenn ich das jetzt aus seiner Verpackung rausnehmen würde. Und dann wird es ja auch direkt schmilzen, ne? Ich kenne das auch von Ballade en Provence. Das hatten wir auch, glaube ich, mal in der Vegan Beauty Basket mit drin. Da habe ich schon feste Gesichtscreme gehabt, also Nachtcreme, feste Augencreme war da drin, Körpercreme und so weiter. Also es kommt immer mehr. Das finde ich sehr, 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 sehr interessant und ist natürlich auch ein Stück weit nachhaltig. Und wenn wir dann unseren Körper eingecremt haben, haben wir hier auch noch ein Hair and Body Shampoo mit drin. Das finde ich auch sehr praktisch. Das kommt aus Österreich, Pure Green Cosmetics. 30 ml haben wir hier drin enthalten und natürlich ist das Produkt vegan und cruelty-free Nature. Sehr interessant. Ich rieche mal dran, wonach das so schnüffeln wird. Nach Kräutern. Kannst du was riechen, Sammy? Nö, kann er nicht. Einfach kräuterig. Sehr angenehm. Also das riecht halt, als würde es reinigen, ne? Also Organic Herbs steht hier auch drauf, organische Kräuter und dann für die Haare und für den Körper. Unter der Dusche ist man dann auf jeden Fall auch schon mal sauber. Dann habe ich hier so ein ganz süß eingepacktes Geschenk von Leo und Lilo. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, sehr hübsch. Das ist auch so eine richtige Geschenkverpackung, ne? Ist oben mit so einer, ich wusste mal, wie die Dinger, Heftklammer ist das nicht, ne? Mit so einem Vieh halt zugemacht. Sehr cool. Und, oder ist es doch Heftklammer? Ich weiß es nicht. 20 ml, ein Beauty Oil. 100% Bio-Arganöl ist da drin. Okay, Naturkosmetik made in Germany. Sehr, 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 sehr hübsch.
Okay. Also Arganöl kannst du sowohl für den Körper verwenden, aber auch für das Gesicht. Du kannst es, hier steht es auch drauf, Haut, Haare und Nägel. Ne? Du kannst es im Prinzip überall verwenden. Und gerade so Argan kennt man ja auch in Shampoos und so, ne? Dass es sehr, sehr pflegend sein soll. Finde ich echt hübsch gestaltet. Vor allem, du hast ja auch so eine kleine Geschenkverpackung mit dabei. Kannst hier auch draufschreiben, with love. Und dann kannst du da halt hinschreiben, für wen das sein soll. Und dann unter den Tannenbaum legen. Das finde ich echt cool. Also, ne, da scheinen die sich auch direkt dann überlegt zu haben, alles klar, wir sind in einer Weihnachtsbox mit drin, also machen wir auch ein weihnachtliches Geschenkdesign. Mag ich. Das finde ich echt hübsch. Gut, dann habe ich hier noch ein Bio-Face, ein Face-Bio-Serum von Your Eye Amber. Nein, Your Amber, so heißt das, genau. Natural Skincare mit Amberöl. Amber. Amber. Wir haben mal einen Amberbaum verschenkt, aber ich weiß gerade nicht, was Amber ist. Und Mineralwasser, Mineral Water, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, das ist ein Öl fürs Gesicht, damit man dann wahrscheinlich etwas mehr Vitalität oder sowas bekommt. Aktiviert die Regeneration der Zellen, das ist schön. Genau, ja, und das macht diese Weichheit schön und das macht Wrinkles weg, also Falten und so weiter, ne? Cool. Oh, schön, mit einer, oh, ja, mit so einer Flasche, wo man halt sieht, dass die drauf geachtet haben, wie zum Beispiel bei Jungglück, ne? Dass das Produkt nicht mit Sonneneinstrahlung in Verbindung kommen darf, weil dann reagieren Öle halt oft und dann werden die so gelblich oder verfärben sich halt, ne? Die werden dann dunkler. Finde ich ganz interessant, das soll nähren und aufhellen, ne? Bin ich mal gespannt. Also aufhellen, so Pigmentflecken oder Pickelmale oder sowas, das ist eigentlich immer so dafür gedacht, ne? Dass, wenn die halt Brighten draufschreiben. Du sollst jetzt nicht irgendwie fünf Nuancen in deinem Gesicht heller kriegen. Das wäre natürlich irgendwann für mich schwierig, weil dann werde ich durchsichtig. Und dann habe ich hier das letzte Produkt, was sehr hochwertig eingepackt ist. Und das ist passend zu Weihnachts- oder Winterzeit eine Handcreme von Yumi Mai. Natural Cosmetics Hand Cream Night mit Huangqi Lemongrass. Okay, ja, wie viel haben wir hier drin? 40 Milliliter und das ist so ein Glasfläschchen, was hier oben auch so ein Holzbümpel hat zum Rauspumpen. Und ich persönlich verwende eine Handcreme auch super gerne abends, bevor ich schlafen gehe. Da creme ich mir die Hände dann nochmal ein und dann, ne, mache ich mir auch, also erst mache ich mir so eine dicke Schicht Lippenpflege drauf, dann creme ich mir die Hände ein, dann Licht aus und schlafen. Und ja, dafür ist das auf jeden Fall dann ganz gut geeignet und passt dann auf jeden Fall in meine generelle Routine. Parabenfrei, mineralölfrei, gentechnikfrei, tierversuchsfrei, ohne künstliche Duft- und Konservierungsstoffe, silikonfrei, BPA-frei, phthalatfrei und vegan. Ich finde es immer noch ultra witzig, dass die Firmen mittlerweile nicht mehr dazu übergehen, drauf zu schreiben, was drin ist, sondern vielmehr dazu übergehen, drauf zu schreiben, was nicht drin ist. Und das irgendwie so ein fancier Trend, oder? Wirklich. Ja, das war jetzt der Inhalt von der Vegan Beauty Basket in der Christmas Edition. Ich fand die klasse. Ich habe die auch letztes Jahr ausgepackt und ich habe sie vorletztes Jahr ausgepackt. Dadurch, dass die Box dann auch ein bisschen günstiger ist, aber trotzdem der Inhalt sehr, sehr hochpreisig oder hochwertig ist, ist das nochmal so ein kleines Weihnachtsgeschenk von der lieben Ina oder von der Vegan Beauty Basket an die Abonnenten bzw. an diejenigen, die die Box kaufen, ne? Und das finde ich immer sehr charmant, weil man das einfach merkt. Du hast ja echt schöne Produkte drin. Man fühlt sich von Kopf bis Fuß schön gepflegt und es passt auch alles dann immer so zu der jeweiligen Zeit, wo man die Box öffnet und hier natürlich Winterzeit, Zimt mit dabei läuft. Ich fand's cool. Also vielen, vielen Dank, liebe Ina, dass du die Box mir zugeschickt hast, dass ich sie auspacken durfte. Und ja, alles steht unten in der Infobox, falls du Interesse an der Box hast und so weiter, ne, ist klar. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!